Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de. Wenn ihr in 3 Jahren diese Serie anschaut, werdet ihr euch wundern, dass die heutige Folge denselben Titel trägt wie die Folge vor, und wenn ihr genau schaut, vor genau einem Jahr. Diese Serie hat einen Bruch erlebt. Aber ihr wisst vielleicht, an der Stelle, wo ein Knochen bricht, da wächst er umso fester zusammen. Deswegen haben wir uns entschlossen, mit dem letzten Vers, mit dem wir vor einem Jahr aufgehört haben, heute wieder anzufangen. Weil es einer der schönsten Verse ist, die Jesus jemals im Evangelium gesagt hat, verbunden mit einer außergewöhnlich beeindruckenden Geschichte, nämlich als er gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Und bevor wir uns diesen Vers anschauen und hoffentlich auch durch ein Jahr Erfahrung mit Gott auch noch neue Dinge in diesem Vers sehen können, die wir vor einem Jahr nicht gesehen haben, wollen wir niederknien und Gott einladen, uns im Studium zu führen. Lieber Vater im Himmel, von ganzem Herzen möchten wir Danke sagen. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du heilst und wiederherstellst, dass du uns Kraft schenkst und dass dein Evangelium mit hellem Licht in unser Herzen strahlen möchte. Wir möchten heute alle Türen und Fenster unseres Herzens offen machen. Wir möchten hören, was du uns zu sagen hast. Wir möchten lernen, erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist und Jesus folgen. Lass uns Jesus in seinem ganzen Wesen, in der Kraft und Schönheit seines Charakters ganz deutlich vor Augen stehen. Und hab Dank, dass du versprochen hast, unser Lehrer zu sein. Darauf wollen wir uns heute Abend berufen und dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Johannes 8, Kapitel 12. Johannes 8, Kapitel 12. Johannes Kapitel 8, wir werden jetzt die nächsten Monate, so viel kann ich verraten, im Johannesevangelium bleiben. In Johannes Kapitel 8 und dort Vers 12 heißt es: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das was haben? Das Licht des Lebens. Schaut mal den Anfang an. Nun redete Jesus wieder zu ihnen. Das ist nicht ein schöner Anfang eines Verses? Jesus redet. Und wenn Jesus redet, dann möchte ich hören. Du auch? Wenn Jesus redet, dann wollen wir zuhören. Aber interessant ist, dass hier nicht einfach steht, nun redete Jesus zu ihnen. Hier steht, nun redete Jesus wieder zu ihnen. Noch einmal. Und wenn dort steht, nun redete Jesus wieder zu ihnen, dann sind wir eingeladen, darüber nachzudenken, wann hat er gerade schon mal zu ihnen geredet, oder? Was hatte er direkt davor, also zumindest hier im Johannes 8, sicherlich ein Tag davor gewesen oder so, oder vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen gewesen, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit es war, was hat er davor gesagt? Wovon hat er quasi das erste Mal geredet, bevor er dann wieder geredet hat? Er hatte gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Zu wem hatte er gesagt, geh hin und sündige nicht mehr? Zu Ehebrechern. Aber bevor er gesagt hatte, geh hin und sündige nicht mehr, hat er noch was gesagt, nämlich: So verurteile ich dich auch nicht mehr. Dieser Vers hängt also an der Geschichte mit der Ehebrecherin. Wir wollen die jetzt nicht im Detail nochmal anschauen. Wir kennen sie ja, wir haben sie ja damals ja auch ausführlich studiert. Aber ihr wisst, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt, und zwar auf frischer Tat. Und das Besondere an der Sache war, dass ihr Fall vor die gesamte Öffentlichkeit kam, oder? Sie wurde von den Pharisäern mitten hineingeworfen in die, wo war Jesus eigentlich zu dem Zeitpunkt? Weiß es jemand noch? Wo befand er sich? Jesus war in, er war im Tempel, er war also in Jerusalem und er lehrte dort, er predigte gerade, und da wurde sozusagen dieser Fall des akuten Ehebruchs öffentlich vor ihnen hingeworfen. Und was wollten die Ankläger, die Pharisäer, erreichen? Sie wollten Jesus herausfordern, sie wollten ihn fangen, und sie forderten die Todesstrafe durch Steinigung.
Was hat Jesus dann gemacht? Er hat sich niedergekniet und hat geschrieben. Er hat in den Sand geschrieben. Und das war, das haben wir damals studiert, eine Anspielung auf etwas. Denn Jesus hatte zuvor beim Laubhüttenfest in Johannes 7 gesagt, wen dürstet, der komme zu mir, zur Quelle des lebendigen Wassers. Aber in Jeremia steht, dass alle, die Gott verlassen haben, ja, die Quelle des lebendigen Wassers, deren Namen werden in den Sand geschrieben. So schreibt er ihre Namen, ihre Sünden, besser gesagt hier in dem Fall auch, in den Sand. Und zeigt damit, dass er alles weiß. Und die Frau hat ernsthaft gedacht, dass sie getötet wird, oder? Als Jesus gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, hat sie gedacht, es gibt so viele heilige Pharisäer, jetzt trifft es mich. Aber alle gingen sie davon. Und Jesus, war Jesus sündlos? Hätte Jesus werfen können? Warum hat Jesus nicht geworfen? Hat Jesus das Alte Testament aufgehoben? Nein, Jesus hat gesagt, das, was dir eigentlich widerfahren müsste, diese Steinigung, im Prinzip nehme ich die auf mich. Ich sterbe für dich. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und dann heißt es im nächsten Vers, nun redete Jesus wieder zu ihnen. Und was sagt er dann? Ich bin das Licht der Welt. Wisst ihr, wie oft Jesus im Johannesevangelium sagt, ich bin? Es gibt im Johannesevangelium die sogenannten berühmten sieben Ich Bin-Worte. Eins haben wir schon kennengelernt vor etwas längerer Zeit. Schaut mal mit mir in Johannes Kapitel 6. Ganz kurz. In Johannes Kapitel 6, Vers 35. Wer mag das mal lesen? Johannes 6 und dort Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Reicht schon, genau, ich bin das Brot des Lebens. Später sagt er noch, ich bin der Weinstock oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum? Und dann gibt es eine ganz berühmte Stelle in Johannes 8, da sagt er dann nicht, ich bin so und so. Er sagt einfach nur, ehe Abraham war, bin ich. Ja, das ist eigentlich so eigentlich noch eine achte Stelle, die müsste eigentlich noch dazukommen. Ja. Bin ich. Und warum sagt Jesus hier so oft oder immer wieder, ich bin der Weinstock? Ich bin das Brot. Ich bin das Licht der Welt. Woran erinnert euch dieses Ich bin? Ich bin der Ich bin. Woher kennen wir dieses Ich bin der Ich bin? Ich bin der Ich bin? Am brennenden Dornbusch. Und wer sagt dort im brennenden Dornbusch, ich bin der Ich bin? Jesus sagt, Gott sagt es. Und zwar auf welche Frage hin? Die Frage von Mose war, was ist dein Name? Wenn ich nach Ägypten gehe und sage, Gott ist mir erschienen, dann werden sie sagen, welcher Gott? Und dann sagt, offenbart sich Gott zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte und sagt, mein Name ist, ich bin der ich bin. Und sein hebräischer Name ist ja, ihr wisst das vielleicht, man vermutet, dass er ungefähr so ausgesprochen wurde. Man weiß nur, also die Buchstaben sind halt J-H-W-H. Und das heißt, der lebt. Er lebt. Ja, das ist ein ziemlich altertümliches Hebräisch. Ja, das also ist schon ein älteres Hebräisch als das Hebräisch, was in der Bibel geschrieben ist. So das, was wir haben. Das ist ein sehr, sehr altertümlicher Name. Das liegt hier vor allem in diesem W. Ja, das wäre dann in ein J, wenn man, aber das ist jetzt nicht so unser Thema. Ich bin. Und damit wollte Gott deutlich machen, dass er. Ja, was wollte eigentlich Gott damit deutlich machen? Wenn er sagt, ich bin, der ich bin. Was soll dieser Name eigentlich ausdrücken? Dass er Gott ist? Was drückt der Name noch aus? Ich bin, der ich bin. Ich bin. Ja? Er sagt nicht, ich war mal so und jetzt bin ich anders. Er ist immer derselbe, er ist konstant. Ich glaube, es sagt auch, ich bin jetzt da. Ich bin nicht nur eine Theorie. Ich bin nicht wie diese anderen Götter, die nur Statuen sind und gar nicht existieren. Ich existiere wirklich. Ich bin real. Ich bin da. Ich bin da für dich. Denn er wollte ja die Israeliten herausholen aus Ägypten. Er hat gesagt, ich habe eure Tränen gesehen. Ich habe eure Sorgen gehört, eure Schreie, nicht wahr? Ich werde jetzt kommen und euch retten. Ich bin da. Und so war er auch für diese Ehebrecherin da. Ich bin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, Gott ist ein realer Gott. Ein Gott, der für uns da ist, der sich nicht ändert, auch wenn sich die Menschen ändern, auch wenn wir uns ändern, Gott ändert sich nicht, er ist für uns da.
Und das Interessante ist, dass Jesus ganz deutlich sagt, dieser Name JHWH, der in der Bibel meistens mit der Herr weiter übersetzt wird, ja, der Herr, der Name Gottes ist der Name, den auch Jesus trägt. Ganz deutlich, ja. Es gibt eine Aussage von Ellen White, da sagt sie, der große Ich Bin ist der Vermittler zwischen der Menschheit und Gott. Und wird ganz deutlich, Ich Bin ist ein Name, den Jesus selbst hat. Er ist aus sich selbst heraus existierend. Er ist wirklich Gott. Und damit begründet er etwas ganz Wichtiges. Er begründet nämlich damit, warum er der Frau vergeben konnte. Denn als er gesagt hat, so verurteile ich dich nicht, hat er ja ihr die Sünden vergeben, oder? Wer kann Sünden vergeben? Jesus, ja genau. Aber wer kann nur Sünden vergeben? Nur Gott, oder? Kann ein Mensch Sünden vergeben? Also der Papst behauptet das nicht, wa? Und in der katholischen Kirche wird das behauptet, aber biblisch gesehen kann nur Gott vergeben. Und als er der Frau, er hatte viele Wunder getan, aber hier hat er ganz offiziell vor allen ihr die Sünden vergeben. Und ihr wisst ja, das gibt auch andere Geschichten, wo Pharisäer gesagt haben, wer ist denn er, dass er Sünden vergeben kann, nicht wahr? Begründet er hier, ohne dass wir es gleich merken, mit einem Ich-Bin-Satz. Ich bin göttlich, ich kann die Sünden vergeben, weil ich Gott bin. Nun, was bedeutet dieses Licht? Ich bin das Licht der Welt. Wo kommt in der Bibel zum allerersten Mal Licht vor? Das kennt ihr, oder? Bei der Schöpfung, an welchem Vers kommt das Licht vor? Gott sprach, es wurde Licht und es wurde Licht. Das war Vers Nummer? Das ist nicht Vers 2. Der erste Vers ist, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der dritte Vers ist, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und was ist dazwischen in Vers 2? Die Erde war wüst und leer und finster. Ist nicht interessant? Ich glaube, wenn man die Frau gefragt hätte, hätte sie gesagt, ja genau so ging es mir auch. Mein Herz war wüst und leer und finster. Der Geist Gottes war schon da. Ja, der Geist Gottes schwebt über den Wasser und dann spricht Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Das Licht kam durch das Wort Gottes in eine finstere Situation, in eine chaotische Situation, genauso wie bei der Ehebrecherin, nicht wahr? Da war auch Finsternis, Dunkelheit und dann sprach Gott, Jesus, so verurteile ich dich nicht, geh hin, sündige nicht mehr. Das war für sie, als ob das Licht der Schöpfung mitten hinein in das Herz kam, ja? Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot oder ich bin das Licht, dann sagt er damit ja auch gleichzeitig, dass das Brot, das wir Menschen vor Augen haben, nur ein Sinnbild für ihn ist. Oder das Licht auch nur so ein Abglanz von ihm ist. Also es sind eigentlich schwache Bilder für Jesus, der doch diese guten Eigenschaften noch viel mehr hat. Ja, absolut. Ellen White sagt, Licht war immer schon ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Ja, da gibt es viele Beispiele. Ja? Wolltest du das auch sagen? Ganz genau. Also im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann war es finster und Gott sagte, es wurde Licht und es wurde Licht. Und der Paulus sagt an einer Stelle, dass das nicht nur bei der Schöpfung so war, sondern auch in unseren Herzen. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht, wie geht's Ende? Im Angesicht Jesu Christi. Als die Frau Jesus sieht und sagt und hört, dass Jesus ihr vergibt, da hört sie die Herrlichkeit Gottes. Das war genauso die Herrlichkeit Gottes, genauso ein schöpferischer Akt, als Jesus gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, ist genau dasselbe. Und ich kann aus meinem eigenen Leben erzählen, und ihr alle bestimmt auch, dass wenn man einmal so richtig erlebt hat, dass Gott einem vergibt, so wirklich so von, wenn man merkt, Gottes Wort spricht zu mir, er vergibt mir, er hat mich lieb, er wäscht alles rein. Das ist, man fühlt sich wie neu geboren, oder? Und nicht ohne Grund, weil es ist ja eine Neugeburt, es ist eine Neuschöpfung. Gehen wir zu Johannes 1. Diese Idee von dem Licht der Welt, die kommt ja in Johannes schon ganz früh vor, nämlich ganz am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ja? Und dann heißt es, dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden.
Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt kommt's. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Was hat Jesus gesagt jetzt in Johannes 8, Vers 12? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des, Johannes 8, Vers 12, haben wir gerade gelesen, er wird das Licht des Lebens haben, das Licht des Lebens. Ja? Also eine ganz interessante Parallele. In Johannes 1 wird gesagt, Gott ist der Schöpfer. Ja, also Jesus ist der Schöpfer. Also er ist Gott, er ist der Schöpfer. Dann haben wir das Leben bei ihm, ja, das Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Ja? Licht der Menschen. Das ist also jetzt hier Johannes 1. Okay. Und dann, was macht das Licht? Schaut mal weiter in Vers 4. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet wohin? Es leuchtet in die Finsternis. Ja, Licht leuchtet in Finsternis hinein, in die Finsternis hinein. Und dann geht es weiter. Was macht die Finsternis? Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also die Finsternis lehnt es ab. Nicht alle Menschen, die Jesus hineinleuchtet, nehmen es an. Finsternis lehnt ab. Und dann heißt es hier, wenn wir weiterlesen zu Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Schau mal, können wir diese Punkte hier wieder entdecken in der Geschichte von Johannes 8, der Ehebrecherin? Hat sich Jesus hier in dieser Geschichte auch als Gott gezeigt? Gesagt, ich bin. Hat er sich schöpferisch gezeigt? Hat er ein neues Herz geschenkt, oder? Ein neues Herz geschaffen? Hat er von dem Licht des Lebens, vom Licht des Lebens gesprochen? Er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hat das Licht auch in die Finsternis hineingeleuchtet und die Finsternis hat es abgelehnt? In dieser Geschichte. Wie hat das Licht in die Finsternis geleuchtet? Als Jesus mit dem Finger in den Sand schrieb, da leuchtete das Licht in die Finsternis, oder? Und eine Frau ist bei Jesus geblieben. Und was haben die anderen Männer gemacht? Die sind gegangen. Die Finsternis hat es nicht ergriffen, hat es nicht begriffen. Also all das, was hier im Anfang von Johannes 1 steht, kommt in der Geschichte mit der Ehebrecherin und Johannes 8 wieder vor. Das ist ganz interessant. Und ob das sozusagen so eine Art Erweiterung ist. Gehen wir ein bisschen weiter in Johannes Kapitel 3. Johannes 3 und dort Vers 19 bis 21. Schaut mal, wer mag das mal lesen? Johannes 3, Vers 19 bis 21. Johannes 3, Vers 19 bis 21. Wer mag lesen? Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in der Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Genau, interessante Passage, oder? Darin besteht das Gericht. War Johannes 8 auch eine Gerichtsszene? Als die Ehebrecherin vor Jesus kam, war das eine Gerichtsszene? Jesus wurde gefordert, ein Urteil zu sprechen, oder? Und jetzt sagt Jesus, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Denn es deckt die eigenen Werke auf. Haben wir so etwas in Johannes 8 gesehen? Jesus hat die Werke aufgedeckt. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben es gehasst. Sie sind gegangen. Sie kamen nicht zum Licht. Aber wer kommt zum Licht? Warum? Was sagt der Vers? Wer kommt zum Licht? Der die Wahrheit tut, genau. Und zwar, damit was offenbar wird? Dass er nicht seine eigenen Werke getan hat, sondern dass Gott in ihm gewirkt hat. Das behaltet euch den ganz im Hinterkopf, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu. Das, was die Frau erlebt hat, das hat nicht sie selbst gemacht, das hat Jesus für sie gemacht. Das war Jesus' Werk in ihr. Und deswegen brauchte sie nicht weggehen. Ja? Sie brauchte nicht weggehen, weil Jesus in ihr gewirkt hat. Nun, schauen wir ein bisschen weiter über das Licht. Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26 und dort Vers 23. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Und
Wir haben schon gesagt, Jesus konnte ihr vergeben, weil er für sie sterben würde, oder? Und begründen können wir das jetzt ganz deutlich hier mit Apostelgeschichte 26 und dort Vers 23. Dort steht nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten was verkündigen werde? Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Also warum hat er Licht verkündigt? Nach dem Vers? Warum hat er Licht verkündigt? Der Erstling aus den? Aus Auferstehung. Das heißt, er ist von den Toten auferstanden. Und wie kann, also was muss geschehen, damit jemand von den Toten aufersteht? Also was muss zuerst geschehen? Er muss sterben, oder? Also als Jesus gesagt, also das ist eigentlich sehr interessant, als Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wollte er nicht nur sagen, ich sage nette Worte. Er sollte nicht sagen, ich bin halt jemand, der einfach mal was Nettes sagt, wenn alle anderen böse sind. Er wollte sagen, ich bin derjenige, der stirbt und aufersteht, sodass ihr leben könnt. Das ist, was er gesagt hat. Und das erklärt, warum er der Frau vergeben kann, weil zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben. Ja, jemand hätte sich die Frage gestellt, wie funktioniert das? Dieser Vers macht das also eigentlich ganz deutlich. Aber gehen wir ein bisschen zurück ins Alte Testament. Ihr wisst ja, Jesus hat eigentlich nie was getan oder gesagt, was nicht irgendwie mit dem Alten Testament zusammenhängt. Schauen wir mal in Jesaja 9, Vers 1. Der Vers hat jetzt so nicht direkt geschichtlich was mit der Ehebrecherin zu tun, aber er hat, glaube ich, so von der Erfahrung etwas damit zu tun. Schaut mal in Jesaja 9, Vers 1. Den kennt ihr, oder? Das Volk, das in der Finsternis wandelt. Ja, erinnert euch daran, wer das Licht des Lebens, also wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, oder? Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Befand sich die Frau auch im Land der Todesschatten? Man kann, also der Schatten des Todes war schon quasi über ihr. Ellenweit sagt, sie hat damit gerechnet, dass sie umgebracht wird. Ja, der Schatten des Todes war schon über ihr. Da kam das Licht. Das Licht des Evangeliums. Gehen wir ein bisschen weiter. Jesaja 42. Jesaja 42 und dort Vers 6 und 7. Jesaja 42 und dort Vers 6 und 7. Dort steht, wer mag das mal lesen? Jesaja 42, Vers 6 und 7. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus den Gefängnissen führst und aus den Kerkern, die welche in der Finsternis sitzen. Genau, also Jesus ein Licht für wen? Für? Ja, hier steht für die Heiden, also für alle Nicht-Israeliten, für die ganze Welt. Und wie haben die Pharisäer damals alle Nicht-Israeliten betrachtet? Ungefähr genauso wie die Ehebrecherin, oder? Ja, also in ihrem Denken war die Ehebrecherin auch nicht viel schlechter als die Heiden. Ja? Und indem Jesus der Ehebrecherin vergibt, zeigt er auch, dass er bereit ist, allen Menschen zu vergeben. Und er ist das Licht der Welt. Und es heißt ja nicht mehr, er wird die Augen öffnen, die Gebundenen aus dem Gefängnis führen. Das erinnert uns auch an Jesaja 61. Und schauen wir noch einen ähnlichen Vers an, Jesaja 49 und dort Vers 6. Da wird das noch deutlicher gesagt. Jesaja 49 und dort Vers 6. Ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Okay, Frage. Haben die Pharisäer, die noch da waren, viele waren, also die meisten sind gegangen, aber sagen wir die Menschen, ja, die Menschen, die noch da waren, die um ihn herum standen, oder die dann vielleicht, oder anders gesagt, die dann am nächsten Tag oder wann auch immer, der diese Worte gesagt hat, als sie gehört haben, ich bin das Licht der Welt. Kannten Sie diese Passage hier? War Jesaja 49 bekannt? Absolut. Das kannte jeder. Und da wird ganz deutlich gesagt, dass jemand zum Licht für die Heiden gesetzt wird, damit das Heil bis ans Ende der Erde reicht. Was denkt ihr wohl, wenn Pharisäer über diesen Vers hier gepredigt haben? In den Synagogen, in den schriftgelehrten Schulen. Auf wen haben sie diesen Vers hier bezogen? Was haben sie gesagt? Wer wird irgendwann diese Erfüllung sein? Ein Licht,
bis an die ganze Welt. Der Messias. Ja? Ellen White sagt, dieser Vers ganz besonders, wir könnten viele andere vielleicht noch anführen, aber er sagt, dieser Vers ganz besonders war von allen anerkannt, dass ein Vers für den Messias. Das wird der Messias erfüllen. Ja, sie sagt in den, und jetzt lass uns mal kurz nachdenken. Also alle Leute wussten, wenn der Messias kommt, ist er ein Licht, das die ganze Welt erleuchtet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Was hat er damit gesagt? Das ist wieder eine dieser 100.000 Möglichkeiten, die Jesus hat, die einfach so faszinierend sind, wo er sagt, ich bin der Messias, ohne zu sagen, ich bin der Messias. Ja, er sagt das Wort nicht, weil die Leute ausrasten würden bei dem Wort. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, Moment mal, das Licht der Welt, das ist doch der Messias. Ja? Und er hat sich hier erneut als nicht nur als Gott, sondern auch als Messias, als der, auf den sie eigentlich gewartet haben, zu erkennen gegeben. Ellen White sagt, in den Worten, ich bin das Licht der Welt, erklärte sich Jesus zum Messias. Also wir machen das immer, wir lesen diese Worte und denken, ach, so erbaulich, nicht wahr, so eine Spruchkarte vielleicht, ja, wie schön, ja, das wärmt mein Herz, aber da steckt mehr dahinter. Als Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, hat er gesagt, Subtext, ich bin der Messias, ich bin die Erfüllung der Prophetie aus Jesaja 49. Das ist ein prophetischer Text. Er hat gesagt, das ist Prophetie gewesen, ich bin die Erfüllung, sie erfüllt sich jetzt gerade vor euren Augen. Ja? Die Erfüllung von Jesaja 49. Und lesen wir noch weiter in Jesaja 60, da gibt es noch einen Vers und der ist interessant. Da heißt es nämlich für das Volk Israel, mache dich auf, werde Licht. Nicht nur ist der Messias das Licht der Welt, sondern wer soll auch das Licht der Welt sein? Alle, die ihm nachfolgen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern in der Bergpredigt? Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wie bin ich das Licht der Welt? Ich habe einen Vorschlag. Die beste Möglichkeit zu verstehen, wie ich das Licht der Welt sein kann, ist zu schauen, wie ist Jesus das Licht der Welt? Und wie war Jesus das Licht der Welt? Gut, es gibt manche Dinge, die kann ich nicht übernehmen. Ja? Ich kann nicht sagen, ich bin Gott, ich kann nicht sagen, ich bin Schöpfer. Ich habe nicht das Leben in mir. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat einem verachteten Sünder, den andere verurteilen wollten, geholfen, das Licht des Lebens zu sehen. Wie werden wir das Licht der Welt? Indem wir einfach lauter schreien als alle anderen? Indem wir aktiver sind als alle anderen? Indem wir schneller sind, mehr sagen, mehr wissen? Indem wir anderen Sündern helfen, Jesus zu finden? Denn darin bestand das Licht der Welt. Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist, der jetzt für mich und für dich eintritt. Dadurch werden wir das Licht der Welt. Und jetzt schaut mal, könnt ihr überlegen, was also notwendig ist, damit die ganze Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen diese Geschichte und diese ganzen, das Wesen Jesu noch viel mehr verinnerlichen. Wusstet ihr, dass das Gegenteil passiert ist? Nur eine Fußnote im Mittelalter. Wusstet ihr, dass viele Christen mit der Geschichte von der Ehebrecherin ein großes Problem hatten? Ein so großes Problem, dass viele Christen angefangen hatten, diese Geschichte aus der Bibel zu streichen. Weswegen es ganz viele Bibelmanuskripte gibt, in der der Anfang von Johannes 8 nicht enthalten ist. Wenn man sagte, wenn man diese Geschichte in der Bibel lässt, dann ermutigt das ja noch die Frauen vielleicht zum Ehebruch. Ja? Tatsächlich. Das heißt, es gibt kaum eine andere Geschichte, die in so vielen Manuskripten fehlt. Nur in einigen ist sie vorhanden. Vielleicht liegt es daran, dass das Mittelalter so finster wurde, nicht? Und dass man dann so sehr auf Werke vertraut hat, nicht mehr auf Jesus. Ja, weil diese Geschichte insbesondere zeigt die Liebe und die Vergebungsbereitschaft Jesu, Gottes. Nun, schauen wir noch ein bisschen weiter. Hosea Kapitel 6. Hosea Kapitel 6. Wie sicher ist dieses Licht der Welt? Wie sehr kann man sich darauf verlassen? Hosea 6, Vers 3. Hosea 6 und dort Vers 3, dort steht, so lasst uns ihn erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn, sein Hervorgehen ist so sicher wie das was? Das Licht des Morgens. Was ist denn das Licht des Morgens? Was kommt denn da am Morgen? Der Sonnenaufgang. Ja? Hat jemand von euch Bedenken, dass morgen die Sonne aufgeht? Ja? Alle sind uns ganz sicher, morgen geht die Sonne auf. Wir wissen es, obwohl wir es noch nicht gesehen haben. Und genauso sicher, der Hosea sagt, sein Hervorkommen, das Hervorkommen von Jesus in unserem Leben, seine Heilung ist so sicher wie das Licht des Morgens. Er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land
benetzt. Und dann kommt noch ein schöner Vers, Maleachi 3, Vers 20. Der ist auch sehr schön, den kennt ihr, oder? Maleachi Kapitel 3 und dort Vers 20. Maleachi 3 und dort Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird was aufgehen? Die Sonne der Gerechtigkeit. Und was ist unter ihren Flügeln? Heilung. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Wenn Jesus spricht, dann heilt er. Wenn Jesus vergibt, dann heilt er das Herz. Ellen White sagt, als Jesus diese Worte sprach, war er genau an dem Ort, wo beim Laubhüttenfest abends die Leuchter angezündet wurden. Aber als er diese Sätze gesagt hat, war es nicht abends. Er hatte gewartet bis an den Moment, wo die Sonne am Himmel stand. Das helle Licht, das hellste Licht, das es überhaupt gab. Weil die Sonne erreicht wie viel Gegenden der Erde? Also ich meine, insgesamt so im Laufe des Jahres. Alle, oder? Es gibt keine Stelle auf der Erde, wo die Sonne nicht irgendwann mal hinkommt. Ja? Und so ist auch die Liebe Gottes. Sie kommt überall hin. Und dann lesen wir noch ganz kurz Lukas 1. Lukas 1 und dann entdecken wir was ganz Interessantes an dieser Stelle, was ich auch vorher noch nie gesehen habe. Lukas 1 und dort Vers 79. Lukas 1, Vers 79, Vers 78 und 79. Wer mag mal lesen? Vers 78 und 79. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Ja. Was dieser Aufgang aus der Höhe ist, ist umstritten. Entweder es ist sozusagen der Sonnenaufgang oder es ist der Aufgang des Morgensterns. Auf jeden Fall ist es Licht. Ja? Da geht Licht auf. Um was zu tun? Was soll das Licht bewirken? Diesem Vers. Was soll das Licht bewirken? Genau, soll denen in der Finsternis sitzen, scheinen und dann? Dem Todesschatten sitzen und dann? Es soll die Füße richten. Was hat Jesus gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt. Und jetzt möchte ich etwas. Gibt es in der Geschichte, direkt davor, in Johannes 8, etwas, wo es um Gehen geht? Um Gehen, so mit den Füßen. Nein, direkt in Johannes 8. Direkt in der Geschichte, Johannes 8. Direkt vorher. Also bevor Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Direkt davor gibt es da was mit Gehen. In Johannes 8, Vers 11. Jesus sagt, so verurteile ich dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jetzt möchte ich euch was sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unbewusst liest man die Stelle immer so, dass die Frau ist ja wo? Sie ist bei Jesus, oder? Sie liegt zu Jesu Füßen. Und man liest es immer und denkt, Jesus vergibt ihr und dann sagt er, geh hin, ja, gehe hin und sündige nicht mehr. Es klingt immer fast so, oder auch wenn man es vielleicht nicht so wahrhaben will, aber es klingt immer so, als ob sie bei Jesus ist, er ihr vergibt und dann sagt er zu ihr, geh. Ja, so quasi, als wenn er sagen würde, geh weg, also geh jetzt wieder alleine und sündige nicht mehr. Und das ist dann immer so die Idee, bei Jesus gibt es Vergebung und dann muss ich wieder alleine loslaufen, dann bin ich halt gedanklich wieder von Jesus, nicht wahr? Dann laufe ich alleine auf meinem Weg und jetzt muss ich mich anstrengen, nicht mehr zu sündigen. Aber das Interessante ist, das ist mir, habe ich vorher noch nie gewusst, wenn Jesus sagt, geh hin, dieses hin steht eigentlich gar nicht im Text. Da steht einfach nur geh. Und das Wort, also ihr müsst euch jetzt nicht für griechische Grammatik interessieren, aber das Wort gibt es sowohl im Aktiv als auch im sogenannten Medium Passiv, also im Passiv. Und im Medium Passiv bedeutet es eigentlich immer ein Gehen, bei dem man geführt wird. Also wie wenn man eine Wanderung macht und man hat einen Leiter, der einem vorangeht. Ja, man geht und jemand geht voran. Ja, oder wie wenn man mit der Armee marschiert, da geht man auch, also aktiv, aber man wird halt irgendwie schon auch geführt. Und diese Aufforderung, geh hin, ist eigentlich eine so im Sinne von, du liegst jetzt gerade, aber steh wieder auf, geh wieder. Mit der Nuance, werde geführt. Und wenn sie sich gefragt hat, was meint Jesus, dann musste sie nur einen Vers weiterlesen. Also einen Vers weiter kommt die Erklärung, wer mir nachfolgt. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Es ist enorm wichtig für den Satz und sündige hinfort nicht mehr. Zu viele von uns haben bewusst oder unbewusst diese Idee, Jesus vergib mir, ich kriege eine zweite Chance, jetzt muss ich mich besser anstrengen. Jetzt muss ich es richtig machen. Jetzt muss ich ihm zeigen, dass ich es verstanden habe. Das wird immer scheitern. Das ist in meinem Leben gescheitert, das ist in deinem Leben gescheitert, es wird immer scheitern.
Wenn ich denke, Jesus vergibt mir und dann muss ich mich anstrengen und dann muss ich zeigen, dass ich verstanden habe, dann muss ich mit meinen Werken Gott gefallen, wird das immer scheitern. Das Evangelium ist, Jesus vergibt mir und dann wirkt er in mir. Und wenn ich ihm folge, wie war das, die bei Jesus, die kommen zum Licht, um zu zeigen, dass ihre Werke von Gott gewirkt sind, haben wir gelesen. Ja? Das heißt, beide Verse, Johannes 8, 12 und Johannes 8, 11 gehören zusammen. Wer Jesus nachfolgt, nur wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns von ihm führen lassen, nur dann ist dieser Satz, und sündige hinfort nicht mehr, überhaupt denkbar. Nur dann. Ansonsten vollkommen unmöglich. Und übrigens, wir springen ja sonst nicht vor, aber hier müssen wir es einmal tun, in Johannes 12 und dort Vers 46, da wird fast derselbe Satz nochmal gesagt, nur ein ganz bisschen anders und dann sieht man, was Jesus damit meint. Johannes 12, Vers 46. Da sagt Jesus, wer mag das mal lesen? Wenn wir uns die Frage stellen, was heißt es jetzt, Jesus zu folgen? Was heißt es? Das ist genau das, was auch die Jünger machen sollten. Ich folge mir nach. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Genau, in beiden Sätzen sagt Jesus in Johannes 8, 12 und hier, er sagt in beiden Fällen, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt, jemand wird nicht in der Finsternis sein, wenn er was tut. In Johannes 8 sagt Jesus, wer mir nachfolgt. Und hier sagt er, wer mir glaubt. Das heißt, was heißt nachfolgen? Glauben. Was heißt also, gehe hin und sündige nicht mehr? Es heißt, glaube und sündige nicht mehr. Ich habe dir vergeben und nicht durch deine Werke, nicht durch deine Anstrengung, nicht durch das, was du jetzt beweisen willst, sondern durch den Glauben. Was brauche ich, um Vergebung zu bekommen? Glauben. Was brauche ich, um nicht mehr sündigen zu müssen? Glaube. Es ist immer der Glaube. Und das zeigt diese Geschichte. Vor allem, wenn man Johannes 8, Vers 12 dazu nimmt. Das, was mir vergibt, ist auch die Kraft, mit der ich gehen kann. Jesus hat noch einem Menschen gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Wisst ihr, wem er das gesagt hat? Sieh mal, Jesus noch gesagt im Johannesevangelium, sündige hinfort nicht mehr, damit nicht etwas Schlimmeres über dich kommt. Da war ein Mann, der war gelähmt, und zwar für wie lange? 38 Jahre in Johannes 5 am Teich, nicht wahr? Auch in Jerusalem. Und er hat geheilt am Sabbat. Nicht wahr? Der hat geheilt und dann war der Mann, und dann sagt er ihm, sündige hinfort nicht mehr. Übrigens, was ist passiert, als er am Sabbat dort geheilt hat? Er ist von den Juden angeklagt worden. Jetzt vergibt er eine Frau, sagt wiederum, und sündige hinfort nicht mehr. Und ihr könnt mal raten, was gleich passiert. Dann nächstes Mal, in den nächsten Versen. Er wird von den Juden angeklagt. Also diesmal nicht formal, aber wieder in demselben Sinne. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, ja, nicht so umhertapsen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Zwei Verse zum Ende. Psalm 18, Vers 29. Psalm 18 und dort Vers 29. Gott sagt, nee, das ist hier der Psalmist, David sagt das. Ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Hast du es auch erlebt in deinem Leben, dass Gott in die Finsternis hineinscheint? Es ist Licht und es ist wieder gut und er heilt. Das ist so schön. Noch ein letzter Vers, Psalm 97, Vers 11. Dieses Licht des Lebens, wer mag den mal lesen? Psalm 97, Vers 11. Psalm 97, Vers 11. Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Genau, Licht wird ihnen gesät. Jesus sagt ja, dieses Licht, das er zu der Frau gesprochen hat, sollte nicht eine einmalige Sache sein. Ja? Er hat nicht gesagt, ich habe jetzt einmal Licht gesagt und dann ist vorbei. Ja? Sondern wer Jesus nachfolgt, wird immer das Licht haben können. Das heißt, um uns herum ist es finster. Um uns herum gibt es viele Schwierigkeiten. Wir werden auch mit finsteren Dingen konfrontiert, werden mit Schwierigkeiten konfrontiert. Aber wir müssen die Finsternis in unser Herz lassen. Wir können immer das Licht des Lebens haben. Mit diesem Licht des Lebens ein kleines Licht sein in dieser Welt. Nicht wahr? Jesus sagt, Psalm 119, 100,
19, genau sagt das. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, nicht wahr? Wusstet ihr, dass Ellen White Folgendes sagt? Sie sagt, wir können die Linie der großen Weltlehrer zurückverfolgen, soweit es menschliche Berichte gibt. Aber das Licht war vor ihnen. Wie der Mond und die Sterne des Sonnensystems, da meint sie eigentlich die Planeten, durch das reflektierte Licht der Sonne scheinen, soweit ist ihre Lehre wahr. Und soweit ihre Lehre wahr ist, haben die großen Denker der Welt die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit reflektiert. Jeder Gedanken, dieses Gedankenjuwel, jeder Blitz des Intellekts ist vom Licht der Welt. Heutzutage hören wir viel über höhere Bildung. Die wahre höhere Bildung wird von dem gegeben, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind. Ich hatte heute meine Graecumsprüfung und da mussten wir mündlich Platon übersetzen, über Sokrates spricht. Ja, und Sokrates und Platon, das gelten ja als die großen Philosophen. Ja, das ist also die größten Denker der Antike. Ja, Leute denken, das sind die tollsten gewesen überhaupt. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, stellt man fest, die haben echt ein paar richtig gute Gedanken. Gedanken, die wirklich wertvoll sind. Und dann, wenn man ein bisschen weiterliest, denkt man, aber das ist wir quatschen, ja? Und da muss ich dran denken, als ich das hier gelesen habe, jeder noch so begnadete Mann, jede noch so begnadete Frau, sei es in der Wissenschaft, in der Philosophie, in der Geschichte, in der Musik, egal wo Menschen etwas Kluges vollbracht haben, wann immer es etwas Kluges war, war es nur eine Reflexion von dem, was Jesus an Weisheit gibt. Und deswegen ist das Beste, was wir machen können, zuallererst zu Jesus zu kommen, weil da haben wir sowieso schon alles, was wir brauchen. Und wir können dankbar sein für jeden Gedankengang, der seine Gedanken reflektiert. Aber wir dürfen uns niemals an Menschen hängen, weil kein Mensch dieses Licht aus sich heraus hat, was nur Jesus hat. Und glaubt mir, wenn man ganz tief gefallen ist, wenn man tief verzweifelt ist, dann nützt einem Philosophie nichts. Dann nützt einem Mathematik nichts, Astronomie, so wahr sie auch sein mag. Ja? Geschichte nützt einem nichts. Man braucht jemanden, man braucht Jesus, der sagt, ich bin für dich gestorben. Und obwohl das passiert ist, kannst du gehen, weil all diese Schande habe ich getragen und deswegen bist du frei, folge mir nach. Das hat kein Sokrates gesagt und kein Platon und sagt auch heute niemand. Das sagt nur Jesus. Und deswegen ist Jesus das Licht der Welt für mich und für dich und für uns alle. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen. Wir möchten dir Danke sagen, dass das Licht des Evangeliums so wunderbar in diesem Vers in Johannes 8, Vers 12 nicht nur in das Herz der Menschen damals gestrahlt hat, sondern auch in unser Herz. Danke, dass wir sehen dürfen, dass Jesus das Licht der ganzen Welt ist und dass es nirgendwo so wertvolle Gedanken gibt, die unser Denken und unser Herz berühren. Lieber Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass wir heute verstehen durften, dass wir nicht nur Vergebung bei dir bekommen und dann wieder alleine loslaufen müssen, um alleine zu beweisen, dass wir es verstanden haben, sondern dass wir durch den Glauben dir folgen können in deinen Fußstapfen, Herr Jesus, und dadurch diese Verheißung und Sünde hinfort nicht mehr in unserem Leben erleben dürfen, dass wir dort, wo wir gefallen sind, dass du uns heilst und uns die Kraft schenkst, dass unsere schwächsten Punkte unsere stärksten werden können. Das hast du versprochen, das wollen wir in Anspruch nehmen und danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.